Ich bin gerade erst wieder in München angekommen. Weißt du, wo hast du Weg? Ich bin schon aber ländlich. Das könnte spannend werden. Gucken wir uns mal an. Yep, kommt Wegte. Ja. München. Achso, Creeps. So mittig rechts, mittig links sind, sind Trolle. So oben rechts, unten links sind, sind Waage. Ansonsten gibt's nichts Besonderes. Na, gibt's wirklich nichts. Hast aber sehr schön diese Karte gestaltet, Herr Kartoffel. Ja, ihr habt ja schon gesehen, ne? Sauron ist Menschen und Tartur ist Isengard. Isengard. Taken the Hobbit zu Isengard. Und Clever wählt sich auch an für die Liga. Klar. Dass maximal würdigen Gegner hat. Hast du daran gezweifelt? Denn bei der letzten Liga warst du da dabei? Er wollte aber dabei sein. Ich kann mich noch erinnern. Die letzte Liga, da wurden hier auch entgegen den Regeln die Anmeldung verfrüht geschlossen. Ja, weil es zu viele Spieler waren. Viel zu viele. Das stand natürlich nicht in den Regeln. Ja, das stimmt. Opa, was nicht in den Regeln steht, gilt nicht. Aber ich wollte auch nicht das die ganze Liga über ein Jahr ziehen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Ja. Mach's einfach so wie Black. Der hat im Frühjahr gestartet und im Herbst hat das beendet. Darf ich Tipps geben? Clever, die Frage. Gehört Regensburg noch zu Bayern oder nicht mehr? Ja. Ist das nur bayerisch oder ist das schon Franken? Es ist eine Entscheidung, die in meiner Generation nicht mehr wichtig ist. Nee, keine Ahnung. Die ersten Rohstoffgebäude sind schon gefallen. War ein bisschen zu früh abgerissen, der war nicht geklumpt. Hättest du verteidigen können. Aber gut, das sind auch Urukai. Sagen. Den Krieger Saurons. Der weißen Hand. Sieht man hier, dass er maximal wieder gern auf Berserker geht. Lever, ich glaube, Max hat zu viel den zweiten Teil geschaut. Er hat die Macht. Ganz genau. Ja. Das mit den Klumpen müssen wir auch noch mal üben. Wäre weg gewesen. Jetzt ist es auch weg. Der Power spielt sich bei dir leicht Musik ab, wenn man was hört. Gut, ne? Ja, sehr gut, ne? Was ist denn das, wenn ich fragen darf? Frage, muss ich nachfragen.
Wieso? Say it ain't so. Chilenisch oder? Nee, nee. Das klingt wie so. Vereinigten Staaten Zeug mit Öns. Schön ruhiges Spiel, ne? Passiert ja gar nichts. Nee, ist schon ein bisschen Action. Alles gut. Boah, die Action ist bei mir leider im Keller. Ja, dann mach mal was. Jetzt hast du zu viel verloren. Du musst mal wieder was aufbauen. Du musst mal wieder ein bisschen zurück. Was ist das denn? Oh, da hat der Renasco nicht aufgepasst. Doch schon, aber der hat die scheiß Kurve genommen. Der hat eine richtig scheiß Kurve genommen. Ja, immer den S-Button drücken, ne, Kollege? Ja. Immer innen laufen. Immer die Innenbahn nehmen. Jetzt kommt die Defensive von Sauron. Die ewige Defensive. Ich war eben so gut in der aggressiv drin, ey. Oh. Jetzt bist du gleich gut defensiv drin, das kann ich dir versprechen. Ein Fehler bei maximal. Dann war's das schon wieder. Den kann man keine Scherze machen. Wird nicht gescherzt. Wird geknechtet. Ich muss auch mal wieder schwitzen gegen den Herrn. So wie ich gerade gegen Raptor verkackt habe. Gegen Millermann vielleicht mal. Da läuft er wieder mit rein. So, und du musst dich ausbauen. Die ganze Karte voll. Ist nur so bei dir. We guard the White Tower. Die Waage, die sterben ganz schnell vom Fortress feiern. Der einzige, der mal was in die Mitte baut, ist hier der Tatwurm. Warum baust du nie in die Mitte? Die werden da sterben. Auch jetzt was genau. Und der. Jetzt kannst du das abwehren, jetzt kannst du das locker abwehren. Gut, ich meine, der Held ist noch da. Den darfst du nicht leveln lassen dann. Aber den Schwertkämpfer-Bataillon auf den Helden jetzt gehen.
Nicht den Fight nehmen. Nicht den Fight gegen diesen Bombardier nehmen. Einfach wegrennen. Einfach weg sein. Denkt dran, der Mensch wird ihn wahrscheinlich nachproduzieren und dann hat er wieder eine große Armee. Das heißt, du musst auch nachproduzieren. Renn weg zum Bombardier. Der bringt dir nichts, den tötest du nicht. Der macht dir nur deine Armee kaputt. Der ist auch nicht ewig da, der ist jetzt weg. Schon nervig. Da hat er die Verwüstung eingesetzt, um dein Nazgul zu pinnen. Es creept irgendwie niemand. Wie gesagt, an den Flanken sind sozusagen die Creeps. Wenn irgendjemand Piken hat, dann kann er die Creeps holen. Bogenschützen gegen Gebäude bringt nichts. Das wird schmecken. Oh, das ist das blöde Horn, ne? Der Lotz ist weg. Gebuffte Schwertkämpfer machen den schnell kaputt. Am besten nicht auf der Wiese kämpfen. Sind jetzt doppelt gebufft. Einmal mit Angriffs- und Verteidigungsbuff. Das heißt, dass die Einheiten tun da auf der Wiese ziemlich weh. Isengard kann sich eine Fähigkeit leisten. Jetzt würde ich da wegrennen. Einfach zum nächsten. Hol dir mal eine Fähigkeit, Tato.
mit den Creepen hat nicht ganz geklappt. Das hat geschmeckt. Gleich nochmal, der hat noch eine andere Fähigkeit. Na, hör mal. Was genau gefällt dir hier jetzt nicht? Ja, das Problem war, seitdem du einmal hier den Fight verloren hast, hier bist du nur noch eine Defensive. Nachproduzieren. Beiden Seiten. Yep. Nicht zu viel in die Warteschlange tun. Gut, ich meine, dann... Du musst wahrscheinlich nicht so viel klicken, aber... Das ganze schöne Geld da. Hast du auch wieder recht. Soldier Battalion standing by. Come Rangers, let us scout for Gondor. Kann man den eigentlich stunnen? Nee. Wie? Das Würmchen. Statue, nee. Ich nochmal. Ich mal bitte meinen Helden in Ruhe. Du kannst immer gucken, wenn du, wenn der Saruman wieder seine beiden Fähigkeiten hat, dann kann er die gleich wieder einsetzen. Warum geht der Wurm denn nicht darauf? Ja, egal. Am besten mit der gleichen, mit der ganzen Armee los. Und wegrennen von dem. Der lohnt sich nicht, da irgendeine Einheit zu verlieren von. Nicht angreifen, das Ding. Nicht angreifen, das Ding. Wegrennen. Einfach weg sein. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus, was du da machst. Es sind zu wenig Einheiten mit deinem Saruman dabei. Na, das war ein Bataillon, das da gerade ist. Das lohnt sich überhaupt nicht. Schwertkämpfer sind ganz schlecht gegen... gegen Pfeilhagel auch. Und auch gegen Trolle. Und auch gegen Trolle. Stimmt ja. Wenn du da ein bisschen was aus der Queue rausnimmst, dann kannst du auch Upgrades machen. Ja, maximal. Schaffst du. Glaub an dich. Ich krieg das noch in eine Ork-Grube, ne? Ja, ist es nicht. Hm. Ja, ist gut, ich geh drauf. Geh. Geh, geh. Nee, also den einen Angriff fand ich gar nicht so schlecht mit den Ostling da an deinen Urgruben, aber. Und jetzt nochmal rein. Jetzt. Boom. Ja. Und jetzt wieder zurück. Aber am Ende da. Alle wieder zurück. Armee der Uruks da. Du hattest ja auch extra einfach gegen angespammt mit Urukai, ne? Also ja, einfach nur, genau, zwei, drei. Aber ich muss sagen, deine Berserker haben ziemlich genervt, und dass mein Nazgul da gestorben ist durch diesen komischen, keine Ahnung, hier. Bogen. Durch den großen Bogen, den er gelaufen ist, ey. Ja, man muss ja ein Pferdchen kennen, ne? Wie das läuft. Ja, auch nicht. Naja. Nicht mit dem Bogenschützen auf das Gebäude drauf schießen. Jetzt kannst du dir die Leute da holen. So, aber der wäre sehr gestört. Der wäre sehr gestört. Gespielt. Ganz wichtig. Jetzt hat er schon wieder seinen Wizard Blast. Jetzt kannst du schon wieder reinrennen.
Ja, Replays gab's nicht von den neuen, oder? Haben die irgendwo was reingeschickt? Schon Level 8. Hey, Power, Wie clever macht mit. Wie clever macht mit bei der Liga, das wird ja... Und das Ding ist halt, ich bin ja wieder mit in seiner Gruppe. Dann habe ich Batman maximal und clever in meiner Gruppe. Hab ich Bock drauf, gegen die zu spielen, ey. Wieso hast du mich nicht mit benannt? Ach ja, Power gibt's ja auch noch. Stimmt, der ist auch noch in meiner Gruppe. Ja, das wird ja richtig lustig. Ich bin wahrscheinlich kein Bosser, der letzte Platz muss belegt werden, Raptor. Ich wollte gerade sagen, auch der letzte Platz in der A-Gruppe muss belegt werden. Naja, trotzdem besser als B, ne? Ja, eigentlich nicht. Was? Wie? Was? Aber wenn du in B gewinnst, ist besser, als wenn du in A letzter bist. Aber kriegst du Batman? Geldtechnisch, ja. Was meinst du, Ja, Batman kriegt da. Batman kriegt da. Ich bin stärker als Batman. Noch ein bisschen trainiert, ja. Ja, jetzt habe ich zu viele Tipps an Raptor gegeben. Jetzt gewinnt er hier das noch. Scheiße. Welche Tipps denn? Dass ich dagegen Batman gewinnen kann, oder was? Nee, an Raptor. An Tatuo, nicht an dich. So. Ja. In der Gruppe? Digga, ich hätte nicht gegen Modwar kämpfen sollen, wäre ich in der B-Gruppe gewesen, ja. Ja, das stimmt. Ja, wieder aufbauen. Ja, gut. Das wird schon, Raptor. Das wird schon. Wird maximal. Batman. Clever. Cowboy. Power. Und mich kriegst du noch. Ja, mich kriegst du 31 Cent. Mich die Guten kommen erst noch. Kommen wir am letzten Tag. Ja. Also eigentlich war mein Plan so in die Mitte zu kommen, ne? Mal gucken. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, wenn noch ein paar Gute kommen, dann kommst du auch in die Mitte. Frage ist, ob wir dann auch mit in die Mitte kommen. Jetzt und es kommen aber noch Leute von der B-Gruppe ja noch rein. Ich wollte auch in die Mitte gehen. Power. Du hast der Power besiegt, also stehst jetzt immer vor ihm. Genau. Dann bin ich also in der B-Gruppe. Deshalb hat er dich doch eben gewinnen lassen, Raptor. Hast du gar nicht gemerkt, ne, im Spiel. Ja. Ach so, klar. Das war Taktik. Alle haben es gesehen. Und, ja. Nee, ich habe gar nicht gesehen. Ich habe nichts das gesehen. Das kommt live auf YouTube. Raptor ist besser als ich und geht in die Hauptgruppe. Nee, Digga, ich hätte einfach nicht gegen Mondwar spielen sollen. Hätte ich schön, keine Ahnung, gegen Krasall gespielt, der mir dann, die keine Ahnung, mich vollgeheult hätte. Nein, okay. Ja. Keine Ahnung, hätte ich gegen Krasall gespielt, wer sind da noch dran hier? Mondwag. Mondwag, keine Ahnung. Schattenmeister, Gollum. Gollum ist eingerostet. Keine Ahnung. Ja, C-Gruppe ist ja Sauron, Dylan, Albtraum. Ey, wenn Albtraum weiterkommt, Junge, das wäre so babamäßig, jo. Sauron, du stellst dich schon wieder so hin, als würdest du verlieren. Da sehen wir auf jeden Fall einige 40-Minuten-Matches, habe ich das Gefühl. Ja, letztes Jahr hatte ich eine 40 Minuten. Ja, dich aber dann echt. Komm, Sauron, konzentrier dich mal. Du kriegst das hin. Für Gondor. Für Gondor, genau. Nee, also ich muss sagen, mit Menschen und Elben bin ich eigentlich ziemlich fit, so. Ja, du kannst ja picken, das ist das Gute. Ja. Warum rennst du zurück? Die Armee, die dich angreift, ist dort. Ja, das ist nicht micromäßige. Ja, aber du musst ihn trotzdem kaputt machen irgendwie. Ja, jetzt steht doch deine Festung da ganz ohne Hilfe. Dann musst du deine Einheit ein bisschen splitten, damit er nicht alles auf einmal kaputt kriegt. Das ist der Trick. Also Freunde der Sonne, ich verabschiede mich. Seh, jetzt machst du den Saruman einfach kaputt. Mach den einfach kaputt. Irgendjemand geht, habe ich gehört. Ja, ich. Wir hören uns am Donnerstag.
Ja, jetzt renn da einfach weg. Da musst du gar nicht da sein. Um nachproduzieren. Und dieses Katapult da weg. Also bis dahin, mach's gut. Du hast doch einen Tom Bombard hier. Und greif jetzt nicht diesen blöden Watcher an, der eh gleich weg ist. Greif dieses Katapult da an. Wo läuft der Aragorn hin? Der rennt doch wieder weg. Ja, nachproduzieren. Das Spiel ist noch nicht aus. Das ist ein bisschen schade, aber... Ist irgendwas davon schon so schnell? Ja, die Schmiede hat jetzt wehgetan. Ja, aber Jungs, ich glaube, ich mache mal auch mal einen entspannten Abgang, yo. Man hört sich dann wahrscheinlich nochmal die nächsten Tage. Und, Ja, viel Spaß, ey. Da läuft so ein einzelner Lurz rum, mach den mal kaputt. Yo, yo, ciao. Was machst du denn? Du sollst uns zurück in die Base. Nee. Siehst du, das sieht doch schon wieder gut aus. Jetzt mach nochmal einen Baumeister extra und spam einfach mal alles voll mit Rohstoffgebäuden und mach auch noch so ein, wie heißt das? Extra Rohstoffgebäude, aber du brauchst was gegen seine Armee, die ist zu stark. Es sieht. Aber wenn du wartest, dann wird sie noch stärker. Wenn ich nichts tue, überrennt seine Armee bald mit Leere. Ja. Nicht zu viele Bilder bauen, sondern jetzt musst du langsam deine Rohstoffe nachproduzieren. Und der andere Baumeister muss was bauen. Oh, jetzt kommt was. Und du hast keine Piken. Na, das wird ja was. Ja. Doch, hast du. Stimmt, hast recht. Und du hast sogar einen Tom Bombardier, der kann dir sogar helfen. Jetzt, wo alles gestunt ist, ne? Ja. Wird das aufgenommen für morgen? Boah. Ja, das wird aufgenommen. Aber ich weiß nicht, für morgen, vielleicht für übermorgen. Weiß ich noch nicht. Ich muss es ja halt auch produzieren, das Ding. Das nervt halt ewig. Darum will ich auch nicht Hauptstreamer machen. Machst so schön zu viel. Also das mit den Pferden ist schon keine schlechte Idee, aber alleine die loszuschicken ist vielleicht so ein bisschen doof. Auf deinen Baumeister aufpassen. Ist gleich weg, Sauron. Oh. Ah, das ist ein Sauron. Und dann Rückzug, das ist auch zu viel, oder? Das ist zu viel, ja. Warum hast du eine Wiese gesetzt? Sobald der frei ist, muss der abhauen. Jetzt. Abhauen. Nachproduzieren. Gebäude nachproduzieren. Gebäude bauen. Gebäude kaputt machen. Da sind einige Schmelzöfen, die du wahrscheinlich siehst in der Mitte. Die kannst du kaputt machen. Und warum hat der Isengard keine 25er Fähigkeit? Boah, die Frage ist, warum hab ich keine? Weil du noch nicht so viele Punkte hast.
Ja, Alter! Jetzt muss da natürlich die Armee reinlaufen. Die 25er Fähigkeit muss immer gut getimed sein mit der Armee. Also alleine kriegst du da nicht so viel kaputt. Okay. Wäre jetzt deine Armee fertig gewesen und wärst jetzt reingelaufen, dann wäre das GG gewesen. Aber das ist noch kein GG. Nee. Jetzt siehst du auch, wie wichtig das war, dass du außerhalb noch ein paar Minen, noch ein paar Rohstoffgebäude gebaut hast, weil wenn der Drache jetzt alle deine Rohstoffgebäude kaputt gemacht hätte, dann hättest du gar nichts mehr gehabt, sauber. Yep. Ich finde, die Isengard-Festung braucht die Verstärkung da nicht mehr. So, jetzt musst du natürlich ein bisschen verteidigen. Der Arakan kann sich hier auch noch das Restgeld holen. Yep. Der fast schon Level 6 Arakan. Ja, Level 4, Level 5 ist schon gut. Level 6 kriegt der Elendil, das ist so ein Buff, wenn man so sehen kann. Nee, also ein Elendil ist ein Zauber, der Angst verleiht, sozusagen, dem Gegner. Ja, da rennen alle weg. Da rennen alle weg, genau. Ja, die Leadership, die ist schon gut. Die macht, glaube ich, sogar den Aragorn auch noch stärker ein bisschen. Ja, mit denen muss die Piken ordentlich stellen, das ist jetzt das Wichtige. Aber seine Reiter sind weg. Reiter sind immer schwierig. Da ist eine Mine, die musst du aufpassen, dass eine Mine. Ja. Ich hab's dir gesagt. Dein Aragorn ist weg. Dein Aragorn ist tot. Ja, du riskst nur fahren, der Kartoffel. Ja, jetzt. Schaut für mich wie ein Cheat. Nee, noch nicht. Nee. Muss mich etwas räuspern. Das hält auch nicht so lange, diese Fähigkeit. Weil ich heute aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Ach so, ja, stimmt. Was war denn das für eine Operation? Nein, das ist nicht so. Ich konnte nicht mehr sitzen. Oh. Ach so, das ist doof. Weißt du, und wenn man wenn du auf dem Rückzug bist, dann machst du da keine Wiese hin. Weil auf der Wiese wird gekämpft. Ich hab Glück, dass der es kein Mordor, dass er nicht Mordor gepickt hat. Wieso? Er spielt doch sehr gut die Isengard-Armee. Nee. Boah. Er würde dann sofort mit dem guten alten Balrog herkommen. Sag mal, wo hattest du eigentlich den Erdbeben eingesetzt? Ja. Siehst du das nicht bei der Festung? Ach so, stimmt. Ja. Die Minenwerfer, die bringen halt das habe ich noch nie gebaut. Die werfen sozusagen Minen. Reine Minen und machen alles kaputt, was nahe der Festung kommt. Aber es ist halt extrem teuer, das zu bauen, und ich glaube, die machen auch Friendly Fire. Ich bin mir nicht sicher. Das Frage ist, soll das diese Isengard-Armee sein, was Helms Klammer eingenommen hat? Auf jeden Fall brauchst du irgendwas, um dagegen zu halten.
Und deine Helden sind alle tot, oder wie? Dieser Baumeister, der damit läuft, ist ganz toll. Das mache ich auch immer. Ist das doch nicht, das ist ein Grenzgänger. Kommen wir immer so Jetzt ist der Saruman mal Level 10. Jetzt kann der auch mal was ganz Tolles machen, ne? Ja, ich weiß es! Ey, wer war's hier? Kann sich auch niemand mehr bewegen? Ja, tolles Timing. Gott. Herr Power, dein Freund ist da! Hä? Der Prinz ist im Haus. Ja, jetzt einfach da reinlaufen und alles kaputt. Was ja alles. Am besten mit den Produktionsgebäuden anfangen. Und die pieken auf die Produktionsgebäude, die Schwertkämpfer. Hast du überhaupt Schwertkämpfer? Ja, hast du nicht. Die Ballisten auf das Hauptgebäude. Und die Bogenschützen auf seine Einheit. Also die Frage. Gehört der Baumeister zum Angriffstrupp? Das ist immer scheiße. Ich nehme alle mit und dann nehme ich versehentlich immer meinen Baumeister mit. Und tschüss, Speere. Und tschüss, Festung. Na, jetzt gibt's noch ein Gebäude, ne? Ja. Du hast sogar noch eine 15er Fähigkeit, die wird noch einsetzen können. Naja. Oh, GG. Oh, das war.